euch unterwegs auf der Wiesn und dieses Mal vor der Wiesn-Neuheit, einem Fahrgeschäft von HP Meier. Sagen Sie mal, das ist die absolute Wiesn-Neuheit, das ist eine Art große Schaukel und heißt Monster. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was dazu. Das Fahrgeschäft heißt Monster, weil es geht auf 45 Meter hoch, kriegt eine Geschwindigkeit von fast 100 Stundenkilometer zwischen 2 und 3 G und es hat einen richtigen Freefall. Also wenn es runtergeht, geht es wie von alleine runter, wie bei einem Freefall. Ist sehr angenehm zum Fahren. Sind Sie auch schon öfters gefahren? Ja, ich fahre immer wieder. Jedes Jahr und auf jedem Platz fahre ich mit. Wie ist es dann, nüchtern und betrunken? Lassen Sie beides durch? Ja, man muss ja. Man muss hier ein bisschen großzügig sein. Weil man sieht ja nicht ungefähr ganz genau, welche Leute sind betrunken und welche nicht. Aber es geht gut. Ist schon passiert, dass jemand reingespieben hat? Ja, das gibt es natürlich. Bei so vielen Fahrgästen wie hier auf der Wiese gibt es, dass er irgendwann mal übel wird. Aber das passiert auch auf anderen Plätzen, wo sie gar nichts trinken. Verstehe, verstehe. Wir probieren das Ding jetzt mal aus. Vielen Dank, HP. Ja, viel Spaß. Bis gleich. Das war echt super, grandios. Und ich hatte auch recht lustige Gesellschaft da oben. Wir haben sogar eine Zugabe bekommen. Es lohnt sich definitiv, das Monster mal auszuprobieren.